Hallo zusammen, mein Name ist Denise und ich habe heute meinen ersten Vlog für euch. Ich bin leider total erkältet. Tolle Bedingungen, um heute Nacht in den Urlaub zu fliegen. Deshalb nehme ich euch nämlich mit. Ich fliege heute Nacht nach Barcelona und mache die Mittelmeertour Mediterrane Schätze mit der Ida Nova. Und ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich total. Das ist ja ein riesiges Schiff. Am Ende der Reise werde ich auf jeden Fall auch wieder ein Ida Nova Fazitvideo machen. Ja, könnt ihr gespannt sein oder auch nicht. Ich bin auf jeden Fall soweit vorbereitet. Also mein roter Koffer ist gepackt. Ich schätze mal, wir sehen uns dann am Flughafen wieder. Ja, wie ihr seht, ich bin noch nicht am Flughafen. Ich wollte euch aber noch einen Tipp geben, wenn ihr vielleicht auch erkältet seid und unbedingt fliegen wollt oder fliegen müsst, dann nehmt auf jeden Fall eine Stunde vor Abflug und eine Stunde vor Landung Aspirin-Komplex. Das hilft mega gut. Ich war vor meinem letzten Flug leider auch super erkältet. Da ging es mir auch gar nicht gut. Und das bläst wirklich alles frei. Gebucht, also konnten uns die Kabine nicht aussuchen und haben dann Balkonkabine mit Ankleidezimmer. Ja, also Ankleidezimmer klingt pompöser als es ist. Sieht so aus. Genau. Aber es ist voll okay. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Balkontür keine Schiebetür ist und die halt automatisch immer zugeht. Wir haben jetzt einfach mal einen Stuhl hier zwischengestellt. Ich bin nämlich absoluter Frischluftfanatiker und muss nachts immer die Tür aufhaben. Ja, so sieht der Balkon aus. Da ist noch so eine Scheibe. Ganz cool ist, dass dass unsere Kabine hier nach vorne rausgeht. Also wir sind am Bug des Schiffes, direkt unter der Kapitänsbrücke. Nicht so cool ist hier, dass man den anderen Leuten sehr auf den Balkon gucken kann, wie man hier sieht. Also auf der Perla war die Hängematte mein absoluter Lieblingsplatz, aber hier ist die erstmal ultra hoch. Also ich brauchte einen Hocker, um hier irgendwie lebensgefährlich reinzuklettern. Und ich bin echt schmal, aber ich kriege ja keine Luft drin. Das ist hier irgendwie nicht so gut. Wir sind jetzt erstmal was essen und gleich erkunden wir ein bisschen das Schiff. Das Bild ist so schön. So ein Schnapper. Das erste Auslaufen aus Barcelona. Ich bin übrigens mit meinem Cousin im Urlaub, der holt gerade was zu trinken. Und ja, das Wetter ist richtig blöd, deshalb haben wir uns hier drinnen Platz gesaved. Und ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht.
Sie, meine Damen und Herren, einen großen Applaus. Guten Morgen. Es ist ein neuer Tag. Wir haben vor ein paar Stunden das erste Mal angelegt. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist 8:30 und wir sind jetzt in Palma. Ich gehe mal auf den Balkon und guck mal raus. Ja. Oh. Die Tür hier, die ist so schwer. Scheiße. Ich komme hier kaum raus. Oh mein Gott. Es hat aufgehört zu regnen. Es soll aber wohl ab heute Mittag wieder regnen. Deshalb gehen wir jetzt gleich frühstücken und nutzen dann mal die Zeit und gehen dann vormittags mal von Bord. Also hier hinten von der Lanai Bar sieht man schon mehr. Yay, da fahren wir jetzt hin. Aber ich habe kein Baby. Hier ist einfach der Opa aus oben. Und der hat sogar seinen Gehstock. Das macht zumindest ein bisschen Urlaubsfeeling bei dem schlechten Wetter, aber heute geht es eigentlich auch. Und jetzt gehen wir mal die Rutsche testen. Hui! Nach einem Tag ist, dass ich die Nova ein bisschen zu sehr mit der Perla verglichen habe und vergleiche. Deshalb vieles vermisse, dass es auf der Perla gab, was es hier aber nicht gibt. Dafür gibt es hier andere tolle Sachen. Es gibt einen Außenbereich im Fitnessstudio, das finde ich mega cool. Trotzdem fand ich auf der Perla richtig toll, dass es da einen Panoramaaufzug und einen Skywalk gab. Das gibt es hier leider nicht. Und was mich hier so ein bisschen, ja, was heißt stört, aber was ich so ein bisschen nicht so gut gelungen finde, ist der Beach Club, das Four Elements und das Pooldeck sind gefühlt ein bisschen kleiner als auf der Perla. Ich glaube, das liegt aber daran, dass das alles einzeln ist und das ziemlich verteilt ist. Auf der Perla ist ja zumindest der Beach Club und der Außenpool, das ist so ein großer Bereich, wo man dann auch die Türen öffnen kann und so. Da wirkt das einfach alles so ein bisschen größer und hier ist das halt wirklich sehr verteilt. Es gibt auf jeden Fall super, super viele Restaurants, also man verhungert hier nicht. Ich bin jetzt in der letzten Maiwoche hier und muss sagen, das Publikum ist relativ alt. Hier sind aber auch ein paar Familien mit ganz kleinen Kindern. Und dementsprechend ist es abends irgendwie überall relativ leer. Also in den Bars und Clubs ist gar nicht so viel los.
Dafür ist es beim Essen immer ultra voll. Man kriegt ziemlich schwer einen Platz. Naja, und jetzt freue ich mich mega auf den Spa-Bereich. Da gehe ich ja gleich hin. Eine mega schöne Ausfahrt aus Palma. Das war richtig cool. Man konnte die Kathedrale sehen und wir sind auch erst rückwärts gefahren, um auszuparken quasi. Und ja, das war richtig cool. Und jetzt bin ich im Bett. Bis morgen.